Diese beiden Räder hier können 80% dessen, was dieses Bike hier kann. Kosten aber nur ein Fünftel. Deswegen ist die Bezeichnung Einstiegsbikes eigentlich falsch, denn auch Erfahrene sind damit gut bedient. Wir nennen sie lieber Pareto-Bikes. Aber welches dieser beiden Bikes ist besser? Ich habe einmal das Tribe & Gravel 520 hier und das Cannondale Topstone 4. Beide jeweils in der größten Rahmenhöhe. Und auch wenn sie viele Gemeinsamkeiten haben und natürlich beides irgendwie Gravelbikes sind, sind sie doch in ihren Ansätzen komplett unterschiedlich. Das Triban hat einen ziemlich kurzen Radstand und gleichzeitig einen steilen Lenkwinkel, was es gerade in technischem Geläuf sehr lebhaft macht und auch ziemlich viel Spaß macht. Es fühlt sich aber gleichzeitig ziemlich klein und zierlich unter einem an. Die kleinen Laufräder mit den dicken Reifen unterstreichen das auch noch. Besonders im Vergleich zum Topstone. Hier kommen größere Laufräder zum Einsatz, allerdings mit schmaleren Reifen, die dann auf technischem Terrain schnell an ihre Grenzen kommen, aber dafür auf Gucci Gravel richtig gut rollen. Das Cannondale Topstone fühlt sich lang und mächtig an, deutlich größer als das Triban und hat einen megamäßig guten Geradeauslauf. Direkt nebeneinander wird der Unterschied auch deutlich sichtbar. Das Cannondale wirkt nicht nur größer, es ist auch größer. Auf den ersten Blick sind sie sich beim Design auch sehr, sehr ähnlich. Beide Räder haben tief angesetzte Sitzstreben, weil das halt aktuell so Trend ist. Bis aufs Rahmenmaterial haben die aber nicht so viele Gemeinsamkeiten. Bei beiden Rädern kommt Aluminium als Rahmenmaterial zum Einsatz und bei der Gabel kommt hier eine Carbon-Gabel mit Aluschaft zum Einsatz und bei dem Cannondale Topstone eine Vollcarbon-Gabel, die allerdings in dem aktuellen Modell leider immer schwarz ist. Hier kommt ein Tapered-Steuerrohr zum Einsatz und hier ein gerades. Hier haben wir klassische Schnellspanner und hier moderne Steckachsen. Hier haben wir sehr viele Anschraubpunkte und hier nochmal deutlich weniger. Allerdings auch ausreichend viele, wenn man mal ehrlich ist. Hier haben wir wartungsfreundliche außenliegende Züge und hier sind sie etwas schöner, zumindest zum Teil innen verpackt. Hier haben wir eine Freigabe für 45 mm Schlappen und hier nur für 42 mm, also zumindest mit 700C. Die hier sind auch etwas breiter. Und dann haben wir hier eine Gewichtsfreigabe von 110 kg und hier von 150 kg. Also einfacher Sieg fürs Cannondale? Kommt drauf an. Denn das Triban ist nicht umsonst ein Preiskracher und sehr beliebt, auch wenn es in den letzten Jahren um mehrere hundert Euro teurer geworden ist. Denn Decathlon verbaut hier für diese Preisklasse eine außergewöhnlich gute Ausstattung. Die Laufräder und Reifen sind tubeless ready von Haus aus. Die Apex 11-Fach-Schaltung findet man normalerweise nur an deutlich teureren Rädern. Und Decathlon koppelt die mechanischen Hebel nicht mit diesen Bremsen, sondern mit diesen Bremsen, den TRP High Road, die hervorragende Bremskraft bieten und an diesem Rad eigentlich standardmäßig verbaut sind. Also Gangwechsel fühlen sich mit der Apex schon sehr, sehr smooth an. Die einzelnen Gänge sind gut abgestimmt und auch das Gefühl an den Hebeln ist sehr angenehm. Die fassen sich sehr, sehr gut an. Und dann wiederum jetzt mit den Bremsen in TRP High Road. Die sind einfach richtig klasse, richtig gute Bremsen, sind ein bisschen hässlich, aber funktionieren sehr, sehr gut mit den mechanischen Hebeln. Nur halt fühlt es sich tatsächlich sehr klein an, das Bike, selbst in XL. Ich glaube, ich bräuchte noch eine Rahmengröße darüber, um wirklich noch mal etwas bequemer sitzen zu können. Und ich glaube, ich würde auch 28 Zoll Laufräder bevorzugen. Und Decathlon denkt von Haus aus an kompressionsfreie Bremszugaußenhüllen. Etwas, was ich an solchen günstigen Rädern normalerweise als allererstes nachrüsten würde. Das Cannondale kann da nicht mithalten. Außer bei der Bandbreite. Satte 11 bis 48 Zähne bietet die Nudelschüssel hinten und damit kommt die auf jeden Fall jeden Berg rauf. Allerdings bei allen anderen Punkten ist es alles etwas günstiger als bei dem Triban. Die Microshift Advent X-Schaltung, die hat nur 10 Gänge. Das hier ist alles etwas einfacher. Die Schaltbremshebel sind einfacher. Hier sind normale Außenzüge verbaut. Die Bremsen, naja gut, also man hält halt an irgendwann. Die Laufräder sind nicht tubeless ready und auch die Vittoria Terreno Dry sind die ganz billigen Drahtreifen. Was bei dem direkten Wechsel zwischen dem Triban und dem Cannondale auffällt, dass es nicht nur größer ist, sondern sich auch sehr viel größer anfühlt. Wenn ich hier oben sitze und von hier oben auf den Lenker gucke, dann könnte ich beim Triban kaum das Vorderrad sehen. Und hier bei dem Cannondale
ist noch ganz viel von dem Vorderrad sichtbar. Also Lenkwinkel flacher, Nachlauf viel, viel länger. Und das ganze Rad fühlt sich plötzlich viel, viel ruhiger an im Vergleich zu dem Triben. Dabei aber trotzdem zackig. Und was auch gleich auffällt, dass die Advent-X-Schaltung links nicht so präzise funktioniert wie die Apex-Schaltung, sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, um die Gänge zu wechseln. Und dass auch die Form der Hebel längst nicht so bequem ist wie bei der Konkurrenz von SRAM. Und dann auch wieder bei den Bremsen. Wenn man das direkt miteinander vergleicht, ist sofort ein Unterschied spürbar. Die Bremsen sind bei dem Triben viel, viel einfacher zu betätigen. Und man hat mit weniger Hebelweg und auch mit weniger Kraft einfach eine bessere Bremsleistung. Aber die Vorteile bei der Geometrie bei diesem Fahrrad sind nicht von der Hand zu weisen. Allerdings mag es auch für euch eine unterschiedliche Erfahrung sein, wenn ihr etwas kleiner seid und der Rahmen des Triben etwas besser zu eurer Statur, eurer Größe passt. Das kann ich natürlich nicht für euch beurteilen, aber für mich ist das ganz eindeutig. Also bei der Ausstattung hat Cannondale ziemlich weit unten ins Regal gegriffen. Aber dafür ist das Rahmenset halt besser. Also hier ein tolles Rahmenset mit einer Ausstattung und hier eine tolle Ausstattung mit einem Rahmenset. Im Grunde geht es nicht um diese beiden Räder, sondern um die Konzeptfrage. Das Triben solltest du in Betracht ziehen, wenn du ein Rad kaufen willst und damit einfach fahren willst und schon von vornherein mit der Ausstattung glücklich sein willst, ohne zu viel Geld ausgeben zu wollen und irgendwann dann auf ein besseres Rad zu wechseln. Auch wenn Francis Cate dieses Rad einmal komplett aufgerüstet hat. Dieses Rad hier solltet ihr in Betracht ziehen, wenn ihr nur so ein bisschen seid wie ich. Denn mit der größeren Gewichtsfreigabe, den modernen Steckachsen der Vollcarbon-Gabel, ist dieses Bike auch geeignet für einen Vollcarbon-Laufradsatz oder eine elektronische Schaltung. Es ist bereit dafür. Also, das hier wäre mein persönlicher Favorit. Einfach, weil ich auch gerne daran bastel an den Dingern, ne? Oder nochmal ein 100er mehr ausgeben für ein Rose Blend. Also, das hier ein Rad für Aufrüster, das hier ein Rad für Neukäufer. Aber out of the box funktionieren beide schon richtig, richtig gut. Was würdet ihr machen?